als Land gespalten, nur noch nie. Es hat sich erwiesen, dass die alten Parteien ihre Gefühle in diesem Legalität wissenschaftlichen Absurditäten des Handelns die Menschen- und Bürgerrechte in Deutschland ausgesetzt und angegriffen haben. Die AKI-Protokolle beweisen das ganz eindeutig und da gibt es auch nichts zu leugnen, meine Damen und Herren. Die Regierung wusste ohne Zweifel und auf Basis der AKI-Protokolle ist auch bewiesen, dass keine Pandemie vorlag, dass keine Übersterblichkeit durch eine angebliche Pandemie vorlag, dass die Kliniken nicht überlastet waren, dass die Sterblichkeit geringer war als bei der normalen Grippe.